Moin Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Star Trek Legends. So, lange ist her, endlich geht's weiter. Auch in den Missionen, auch wenn ich versehentlich einmal hier irgendwie einen Durchrun gemacht habe, bei durch einen langen Fahrt. Wir waren ja letztes Mal hier bei einem seltsamen Ort stehen geblieben. Aber ich habe mich jetzt bis Experte durch, durchgespielt hier. Und wir sind auch bei der Crew inzwischen bei alle. Also ihr seht schon 93 von 95. Die letzten zwei, die fehlen, sind der Picard aus der Picard-Serie und der Fackelträger aus der ersten Folge von Discovery, müsste sogar noch gewesen sein. Das sind die letzten zwei. Dann sind wir tatsächlich mit dem Sammeln der Charaktere durch. Es ist seit Februar, stand jetzt 18. Oktober. Kein einziger neuer Charakter hinzugekommen. Es sieht nicht unbedingt rosig aus für dieses Spiel. Ich nehme an, es wird dasselbe Schicksal erleiden wie Star Trek Infinite. Auch wenn es tatsächlich bisher länger durchgehalten hat als Infinite, erstaunlicherweise. Meine Befürchtung ist, das Spiel ist einfach nur rausgeworfen worden, um nochmal Geld dran zu ziehen. Und das war's. Der Entwicklungszenit war quasi am Release-Day quasi schon überschritten. Traurigerweise. Aber naja. Ich weiß, es heißt hier und da immer mal wieder, es soll noch ein Update geben, aber ganz ehrlich, es kommt so gar nichts an Infos dazu. Von daher rechnet nicht damit. Und wenn es doch kommt, dann können wir uns umso mehr freuen bis dahin. Naja. Begnügen wir uns mit dem Teil, den wir haben. In dem Fall durch einen langen Pfad. Zweite Prüfung ist die Prüfung des Willens, bei der das Außenteam erneut gegen die Borg antreten muss. So, ich habe ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, wen ich hier jetzt mitnehme. Was hatten wir die letzten Male? Ich glaube, wir hatten eine Deep Space Nine Crew, ne? Nehmen wir jetzt mal. Nehmen wir mal Deep Space Nine hier, den Sternflont. Habe ich jetzt hier schon? Da jetzt hier. Informationen, noch ein wunderschöner Borg-Kubus. Oh, wo sind wir jetzt? Das sieht nach einem Borg-Kubus aus. Gute Augen, Wolf, gute Augen. Wolf, bitte nicht schon wieder mehr Borg. Das ist ihre zweite Prüfung. Sie erscheinen jetzt als Captain Janeway? Gibt es dafür einen Grund? In ihrer Zeit war Captain Janeway für ihre legendäre Reise bekannt. 7 Jahre lang reisten der Captain und ihre Crew von der gegenüberliegenden Seite des Delta-Quadranten zur Erde zurück. Solch eine Entschlossenheit. Sie repräsentiert auf angemessene Art ihre nächste Prüfung. Die Prüfung des Willens. Der Fürsorge hat sich in Luft aufgelöst. Ein Borg-Kubus, eine Prüfung des Willens. Fürchte, dass wir uns um jeden Zentimeter des Weges kämpfen müssen. Ja, wie immer bei dir, Burnham, es gibt keine Diplomatie, ne? Okay, Kampf. Lebenszeichen feindlicher Borg. Ich fürchte nur, durch mein normales Spielverhalten müssen wir gleich erstmal die Geschwindigkeit und das Autobattle noch ausschalten. Aber gucken wir mal. Oh, Moment. Die Scans weisen auf Bewegung weiter vorn. Viel Bewegung. Wir sind Borg. Ihr werdet assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Können Sie keine neue Form der Begrüßung ausrechnen? Vielleicht könnten Sie sich den Sarkasmus für einen etwas weniger heiklen Moment aufheben, Doktor. Ja. Zum Beispiel jetzt. Jetzt würde es sich wunderbar anbieten. So. Herr Benjamin, Herr Sisko, was haben wir denn im Angebot? Wir hätten ein. Was sind zwei Sachen weg? Das sind die ganze Drohne, die wahrscheinlich weg ist. Dann machen wir die ganze Drohne mal weg. Piu, piu, piu. So, was machst denn du? Scanne ein Feind für 3 Runden. Geringere Angriffssteigerung bei allen Verbündeten für 3 Runden. Ja, warum denn nicht? Nehmen wir mal mit. Gut, O'Brien kommt durch die Schilde eh nicht durch.
Also mach den Schild einfach weg. Mhm. Nummer 1. Minus 1 Moral und entfernen bei allen Feinden. ja, dann machen wir mal so. Dann ist das Deckungsschild weg und schon ein bisschen angeschossen. Bin ich gut. Ja. Du machst die Drohne weg. Und O'Brien, ich hoffe, dein Phaser reicht. Ja, wunderbar. Für die letzte. So muss das laufen, Freunde. Weiter. Erkunden. Sind wir verloren? Sind wir das jemals nicht? Mein Gott, dieser Optimismus. Ah, touché. Halten wir einen Moment lang inne. Ich kann versuchen, auf diesen Knoten zuzugreifen und eine Umleitung für uns zu finden. Willst du eine Umleitung für uns finden? Ist ein direkter Weg nicht... Ach, egal. Nicht hinterfragen, einfach tun. Ja, offensichtlich, das hatte ich letztes Mal gemacht. Dann machen wir jetzt einfach mal zugreifen, weil wir haben O'Brien dabei. Der steht hier auch ganz dezent im Bild. Hatten Sie Erfolg? Ein Tricorder zeigt einen Pfad an. Aber zur gleichen Zeit erschien ein anderes Signal. Sollten wir uns Sorgen machen? Vielleicht nicht. Es scheint aufgehört zu haben. Oh. Ich glaube, es schleicht sich einfach nur an. Übrigens cool finde ich den Borg-Effekt hier oben von den Alkoven. Auf Sensoren zugreifen. Durch den Zugriff auf die Borg-Sensoren hat das Außenteam einen neuen Weg vorwärts entdeckt und hofft, dass ihr Eindringen unbemerkt geblieben ist. Wunderbar. Mehr Kämpfe, mehr Borg. In diesem Bereich scheint es keine Aktivitäten zu geben. Er sollte sicher genug sein, um fortzufahren. Keine Aktivitäten. Boah. Ein Meter vor dir stehen vier Borg. Ich meine, okay, die zwei haben. Die sehen aus wie im Schlafmodus. Und die gucken von uns weg. Wir könnten uns hinten rumschleichen, wenn wir bei Star Wars Outlaws wären, wo die Gegner kein Peripheriefeld an Sichtform haben und kein Gehör gefühlt. Aber hier eher schwäch, ist schlecht. Moment, das ist ein Hinterhalt. Ich muss da hinten den Alarm ausgelöst haben. Toll gemacht, Burnham. Ihr werdet assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Bringt euch mal einen neuen Spruch aus. So, dann mogen wir doch mal wissen dran. Begier, dann machen wir doch mal den weg. So. Anschließend könnten wir das Deckungsschild von dem großen Borg hier mal wegmachen. Zumindest schon mal so ein bisschen ankratzen. Was ja auch schon mal nicht. Wir könnten die eine Drohne eliminieren. Komm, das machen wir mal. Ich glaube, eine Angriffssteigerung von Jizia. So sehr brauchen wir die jetzt nicht. Was machst du? Gibt einem Verbündeten. Hm, ja, wenn ich wüsste, wen die Borg angreifen, wäre es nice. So ist es ein wildes Raten. Von daher machen wir erstmal ein bisschen Damage. Ja, holt ruhig eure Verstärkung. Wir machen euch jetzt eh nieder. Oder auch nicht. Dammit. Du umgehst das Deckungsschild, ne? Sehr schön, so soll sein. Mehr eigentlich. Oh. So. Doktorchen, ich überlasse dir mal Nummer 1. Macht das Ding mehr Schaden? Nein, das macht auch nichts gefühlt.
Captain macht die Drohne Nummer 2. Und Jetzier Nummer 3. Ja, und O'Brien macht zumindest ein Deckungsschild weg. Ist auch schon mal gut. Dafür gibt es kurz einen über die Rübe, aber kein Problem. Brauchen wir irgendwie Heilung? Nö, sieht noch alles bei jedem ganz gut aus. So. Regier macht den weg. Cisco macht die weg. Und das war schon. Keine weitere Verstärkung. Auch wenn da immer noch Brock in den Alkoven im Background steht. Ich hätte es echt gefeiert, wenn die dann irgendwie aufwachen und von da aus die Verstärkung holen und nicht reinbeamen. Aber, ne, wie schon anfangs erwähnt, das Spiel ist eher so durch. Und die Borg-Königin. Sie kniet vor uns. Sehen Sie die Silhouette da vorne? Das ist die Borg-Königin. Ihr werdet assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Ja, ja. Dit sagten schon andere vor dir, Mädel. So. Hintere könnten wir schon direkt ausschalten. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Toll, dass wir davon nichts sehen. Danke, Spiel. Ich bin die Borg, okay. Keine Ahnung, was das genau verursacht hat. Wir machen mal das Deckungsschild der Königin weg. Alter, wie viel Schaden O'Brien schon direkt anrichten kann hier. Okay. Der Standard-Facer von O'Brien hat gerade die Borg-Königin gegrillt. Ich feier das. Ach ja, ihr und eure Verstärkung. Das geht eigentlich auf den Keks hier. So, Deckungsschild weg. Ob du da durchkommst, nicht ganz. Schade eigentlich. Zumindest konnten wir Beine sehen, ne? So. Bam. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir könnten mal Cisco eine kleine Heilung verpassen. Guck mal, der kann sich auch selbst heilen. Starke Heilung. Aber eilen. Nehmen wir mal mit. Jetzt sind sie alle wieder auf Level Maximum. Was ist das denn hier Schönes? Fähigkeiten Sperre für eine Runde. Ja, brauchen wir nicht. Ah, seltsam. Ich bin sicher, dass die Königin, dass das die Königin war. Aber sie klang nicht ganz so wie die, die wir zuvor getroffen hatten. Hat Worf überhaupt jemals die Borg-Königin getroffen? Nee. Nur Data und Picard. Und in der Theorie Locutus, aber... Das wurde dann so im 8. Kinofilm nachträglich herein gedichtet. Aber Worf kennt die nicht. Hm. Ich weiß nicht. Für mich hört sich das die Borg-Sprache der Königin an. Hm. Vielleicht ein Ersatzkörper? Oder einer von mehreren, in denen sie ihr Bewusstsein übertragen kann? Das ist die Borg-Königin-Klonarmee. Kann man nicht wissen. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Ach, ich bin erschöpft. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Alles klar, McCoy. Wir machen Kaffeepause. Es wäre gut, wenn Sie auf den Arzt hören würden. Ach, könnten Sie bitte mal vor uns materialisieren, statt ständig hinter uns? Eigentlich, also wenn man von links nach rechts durchgeht, egal. Wir bitten um Entschuldigung. Wir versuchen nur, einen Rat zu geben. Unserer Berechnung nach haben Sie bis jetzt bei Ihrer Suche nach dem Portal lediglich 0,00001% des Borg-Kubuses erforscht. Ja, wird eine längere Folge, Freunde, heute, ne? Also stellt euch drauf ein. Die Realitätsmaschine wird bald zusammenbrechen. Und sollten Sie hier drin sein, während das passiert, werden Sie sterben.
Wir können sie in Sicherheit bringen. Wenn die Realitätsmaschine versagt, versagen auch die Sphären und alle, die sich darin befinden. Wir glauben, sie unterschätzen die Größe des Nexus. Er wird von vielen Maschinen aufgebaut. Aber jede von ihnen, genau wie diese eine, ist eine Vielzahl von Sphären verantwortlich, richtig? Und alle verbundenen Sphären werden versagen, wenn wir jetzt aufgeben. Das ist korrekt. Und der Nexus wird weiter verfallen und all die zerstörerischen Risse verursachen, die unser Universum als außerhalb des Nexuses bedrohen. Und wieder. Korrekt. Ja, dann machen wir weiter. Wie Sie wünschen. Ja, okay, der Fürsorger. Okay, I got it. Ich bin beeindruckt, Doktor. Ich dachte noch eben, Sie wären erschöpft. Das bin ich noch immer. Aber wir sind hier, um Leben zu retten. Und nicht, um uns über ein paar Wehwehchen zu beschweren. Echt mal. So. Mehr Bock. Yay. So, liebe Borg, mehr habt ihr nicht drauf. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wen von uns sie angegriffen hat, weil alle Lebensbalken sind voll. Keine Ahnung, liebe Drohne, was du hier gemacht hast. Ich sehe es nicht. So. Next. Wir sind noch sehr lange in diesem Kubus, habe ich das Gefühl. Boah, dort drüben ist eine Alkove, die sich auflädt. Ungewöhnlich. Die Scans zeigen eine beträchtliche Menge an Energie, die durch sie hindurchfließt. Die könnte mit dem Borg-Netzwerk verbunden sein. Es lohnt sich, das zu untersuchen. Oder wir ignorieren es. Okay. Lassen wir sie da und vermeiden die Möglichkeit, entdeckt zu werden. Ja, ganz meine Meinung. Das Außenteam beschließt, die Interaktion mit der Borg-Alkove zu vermeiden. Lebenszeichen Borg. Könnte es eigentlich Lebenszeichen sein. Was einmal Borg ist, lebt ja echt nicht mehr so wirklich viel. So. Also ich finde immer noch, wir kommen echt ein bisschen... Okay, Chizir. Ja, Chizir hat jetzt ein bisschen Damage bekommen, aber noch verträglich. Kann ja mal gegenheilen. Damit so aussieht, als ob wir hier wirklich einer Gefahr ausgesetzt sind. So. Geht dann okay noch ungefähr 3 Kämpfe oder so. Also zieht sich schon gewaltig, finde ich, hier der Borg-Kubus. Auf jeden Fall brauchen wir beim nächsten Mal einen Sicherheitsoffizier dabei, der die Taktikmissionen da erledigen kann. Ausgerechnet O'Brien. Der hat wahrscheinlich wieder seine Kajak-Schulter hingehalten. Und wieder eingerenkt werden. So. Was haben wir jetzt hier? Deckungsschild und ein bisschen Schaden. Sehr schön. Und weg.
come on. Kann ich mal irgendwer mit richtig schönem Moralbonus in die eine Drohne da? Alter, das hat jetzt... Okay. Es sah schlimmer aus, als ich dachte. Zwei Moral bei einem Verbündeten. Dann nehmen wir mal hier... Captain Benjamin Sisko. Sehr schön. Danke sehr. Geht doch. Aber ich hätte die mit dem Deckungsschild nehmen sollen, ne? Na egal. Wobei. Das reicht. Das Deckungsschild ist dank eines Moralbonuses draufgegangen. Neue Informationen. Was? Ihre zarte Form scheint zunehmend zu verwittern. Was? Was? Verwesen wir hier oder was ist das für eine... Also was soll das heißen? Ihre zarte Form. Wir schätzen, dass Sie nicht mehr viel davon ertragen können. Wir empfehlen eine unverzügliche Abreise. Das ist doch nur der Test des Willens, ob wir durchhalten. Menschenskinders. Ha! Gab Kales die Jagd nach seinem Bruder Morad auf? Nein, er jagte ihn über den Berg und durch das Tal, um seiner Ehre und der Ehre seines Vaters zu willen. Und genauso werden wir uns durch diesen Ort kämpfen und auf der anderen Seite triumphierend hervorgehen. Alles klar, Wolf. Let's do it. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, so weit weg von zu Hause. Eine weitere Borgkönigin, obwohl die sich etwas echter klingt. Eine weitere? Wir sind die Borg. Nicht mehr, nicht weniger. Alle Körper sind Erweiterungen unseres Willens. Selbst die euren. Nicht wahr, Locutus? Ja, ihr werdet vor der geballten Kraft des Kollektives assimiliert. Alles klar. Heute kämpfen wir für etwas Größeres, Wertvolleres, für ein größeres, wertvolleres Kollektiv und ihr werdet uns nicht im Weg stehen. Alles klar. Und Locutus und die Borgkönigin sind gar nicht Teil unseres Gegnerteams. Das finde ich verwirrend. Es sei denn, sie kommt jetzt als Verstärkung hinzu, oder das sehen wir ja gleich. Da ist die Borgkönigin. Und ja, doch, da hinten ist Locutus. Alles klar. Da, wir machen mal hier Moralbonus. Und das war's mit Locutus. Ich bin die Borg. Du nicht, bla bla bla. So. Aua. Er schien jetzt nicht wirklich weiter schwierig. Wir haben es geschafft. Also, wo ist unsere Prüfung, Mister? Wir sind da. Und wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entschlossenheit. Obwohl Ihnen mehrfach angeboten wurde, diesen Ort zu verlassen, haben Sie sich immer dafür entschieden, weiterzumachen. Wir hatten jetzt auch nicht so die große Wahl. Sind wir jetzt in Sicherheit? Die Prüfungen vorbei. Für diesen Moment sind Sie außer Gefahr. Aber zwei weitere Prüfungen stehen bevor. Ernsthaft? Zwei auch noch? Ach ja, alles klar, Freunde. Okay, wir müssen jetzt noch einmal das Ganze mit Security machen.
kennt ihr ja schon, ne? 100% und so. Nehmen wir mal so mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was haben wir denn jetzt hier? Da drüben ist eine Kurve, der sich auflädt. Ungewöhnlich, genau. Jetzt können wir diesen mit den Sicherheitsdingern machen. Die Scans. Die Scans zeigen beträchtlich mehr Energie. Genau, genau, genau. Und jetzt sabotieren wir den ganzen Alkohol mal. Ich bin zu meinem Tricorder und überlaste sie. Sie verschiebt sich. Sie sieht aus, als würde sie angehoben werden. Wahrscheinlich ein automatisches System, das sie zur Reparatur wegbringt. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt, bevor das System eine neue Ladestation an ihrer Stelle setzt. Alles klar. So, wir haben wahrscheinlich einen neuen Weg gefunden. Finden auch eine Ressourcenquelle. Sehr schön. Und danach geht's weiter in unseren Kämpfen. So, an der restlichen Mission hat sich sonst soweit nichts verändert. Bis auf der Teil mit dem Alkoven, wo wir einen neuen Weg entdeckt haben, wo dann Ressourcen hinterlagen. Mal gespannt, wir hatten eben 91%, glaube ich, im Durchlauf. Wenn jetzt alles gut läuft, sind sie überhaupt nicht über 100. So sieht das Spiel übrigens aus, wenn ich es eigentlich einfach nur komplett für sich allein durchlaufen lasse. Es ist ganz angenehm. Ist aber auch, wie gesagt, ne? Ist immer viel zu tun, hast du dann nicht mehr im Spiel irgendwann, wenn du hier so weit durch bist. So. Haben die Prüfung bestanden, Meister? Ja, haben wir. Jetzt kommen noch zwei weitere. Bis zum nächsten Mal. Und 96? Okay. Let's do it again. Also wir hatten ja noch am Anfang, ganz am Anfang, hatten wir noch diesen einen alternativen Weg. Probier den nochmal, dass wir auf 100% kommen, ja. So, zu diesen hier. Wir sind jetzt einmal hier durchgegangen, durch Zugreifen. Und durch Zugreifen sind wir auch dahin gekommen, wo diese Alkoven jetzt ist. Und ich hatte irgendwann mal, wie gesagt, versehentlich diesen ersten Run gemacht, wo ich gar nicht darauf geachtet habe, dass das gar nicht die Mission ist, die gemacht werden sollte, weil es nicht in der Aufnahme ist. Erkunden. Und vermutlich ist dahinter noch irgendwas, ja, was wir noch freischalten können an alternativen Wegen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin ja, gespannt. Ich habe einen guten Mix dabei. Ich glaube, wir haben Ingenieur, wir haben Medizin, wir haben Führung und wir haben Sicherheit dabei. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nichts Wissenschaftliches brauchen, sonst müssen wir den ganzen Run hier nämlich nochmal machen. Weiter. Ihr seht schon, die Burgen sind an sich kein wirkliches Hindernis mehr für unsere gute Crew hier. So, hier ist jetzt was, was wir vorher nicht hatten. Ich glaube, ein paar der Verkleidungen hier sind lose. Ja, gut beobachtet. Vielleicht können wir sie aufbrechen und nachsehen, ob sich dort etwas verbirgt. Wir brauchen Wissenschaft. No! Okay, Freunde. Bis zum nächsten Run. So, und der letzte Run dann halt nochmal mit Data, mit einem Wissenschaftler. So, ich glaube, bei der Verkleidung hier sind lose Dinge. Gut beobachtet, wir können es aufbrechen und zerlegen. Ich hab's! Vorräte, das Außenteam entdeckt beim Durchsuchen der Borgteile und Materialien ein paar Vorräte. Alles klar, Ressourcen. Guck mal. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber wirklich bei 100% am Ende rauskommen. So. Letzter epischer Kampf gegen Brutus und die Borg-Königin. Und danach hoffe ich jetzt einfach mal, weil mir fällt auch kein anderer Weg mehr ein, dass wir dann jetzt endlich auf 100% sind. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Alle Belohnungen abgeholt. Ja, das war's dann für diese Mission, für durch einen langen Pfad, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt des Weinens und der Rosen. Mhm.
bin nochmal kreativer hier. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Mos, Mos.